Nur noch wenige. Naja, Strauß wollte das mal durchsetzen, aber. Ja, ihr braucht rein theoretisch die Subvention von Deutschland nicht. Nee, brauchen wir auch nicht. Ihr seid auf jeden Fall das reichste Land im Ausland. Das reichste Land im Ausland. Kannst du diesen Vorsprung auch okay. Im Ziel retten? Ach, ich darf nochmal melden. Nee, ja, dann gib jetzt alle Tier. Nee, der Kommentar von dem Moderator hat einfach nicht gepasst. Nee, bei uns früher in der Schule hatten wir, so Wahlpflichtfächer, kennst du ja vielleicht? Ja. Ja, und zusätzlich dazu hatten wir dann noch, so ein Specialfach mehr oder weniger, wo wir dann irgendwie was unternommen haben. Und da sind wir auch auf dem Bauernhof gewesen für mehrere Wochen. Ah, immer wirklich? Mal wieder für ein, zwei Tage. Das ist ja krass. Und du hast eine Kuh gemolken. Ja. Deswegen bist du so gut bei der einen Sache, über die wir nicht reden dürfen. Über die nur Manu Bescheid weiß. Mann, der müsste jetzt dabei sein. Ah, nee, besser nicht. Der würde bloß... Wer ist noch versauter? Ja, der würde wirklich wahrscheinlich bloß über Nippel philosophieren. Ein feiner Wurf. So, bei dem Pümpeln ziehe ich Stefan ab. Pümpeln, ja. Ja, weil da kann ich. Meine Schüssel fasst nicht so viele Liter und da muss ich ab und zu zum zum Gartenschlauch greifen. Aber fließend Wasser habt ihr schon, ne? Teils. Warum wirfst du nicht? Oh, was war denn das jetzt für eine Kack. Schwierig, die richtige Scheiße Drehung hier. Hinzubekommen. Verdammt schwierig, das hier hinzubekommen. Was ich aber gut finde, das Pömpeln haben sie eigentlich richtig cool umgesetzt, finde ich. Ja, aber bei mir, wenn ich drücke, dann total verbuggt. Du musst doch drücken. Ja, ich drück die Maus, also ich habe das ja schon mal gespielt. Aber du kannst die linke Maustaste auch gedrückt halten, bis es dann im Grünen ist und dann loslassen. Oh, du bist ja echt clever und jetzt habe ich es schon wieder verschissen. Schmatzen die Dinger nicht beim Auftreffen? Sechs Punkte. Ja, warum schmatzt das denn nicht, wenn ich da auftreffe? Stefan beweist auch in dieser Sportart wieder seine außergewöhnlichen... Ey, warum ist dieses Spiel so pervers? Ach so, jetzt check ich's erst! Klasse, genau mit... Aber du wieder denkst, jetzt zieht der Stefan mich total ab, der hat 41 Punkte und ich erst 6. Hast ihm aber was voraus. Exzellent gezielt, verdiente Punkte. Okay, 50 zu 6. 50! Hat er, ja. Das heißt, er muss die nächsten versemmeln und du musst alles 10er machen, also ist vorbei. Das ist noch lange nicht jetzt habe ich schon wieder den vernudelt hier! Nein! Gibt's einen Aufgeben-Button? Nein, leider nicht! Ich muss das jetzt durchziehen. Was für eine Marke von Pümpel nutzt denn du am liebsten? Ich hab gar keinen Pümpel. Nicht? Nö. Wie viele Liter fasst denn deine Kloschüssel? Ja, ist unglaublich. So ein Plumpsklo mit einem großen Loch, ne? Und wenn er doch nicht mehr passt, dann ist einfach nochmal nach. Sonst wirst du in der nächsten Runde als Zielscheibe aufgebaut. Ja, brauchst du kein Wasser mehr zahlen, hast du vollkommen recht. Guter Wurf. Doch. Nee. So, jetzt haben wir. Könnt ihr jetzt bitte wieder Allgemeinfragen oder sowas kommen? Ja, wenn das Spiel uns Vorlagen liefern würde, dann ja. Ja, Vorlagen liefert's ja genug. Aber alle FSK 18. Heimlich geübt oder was? Leider. Haben die geübt oder was hier? Ja, ist ich geübt, ich habe verloren, er ist 52 Punkte vorne. Und jetzt wird's immer schwerer. Ah, ich schrei ja. Komm, es geht nicht. Es geht nicht, ich kann's nicht. Wie viel Uhr ist es denn eigentlich? Wie im Bett, 1:49. Sag mal, willst du jetzt wirklich meine Matratzensportfähigkeiten in Frage stellen? Du hast dir Vorlage geliefert, wenn du das Spiel nicht machst, musst du deine nehmen. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Ja. Selbst das Publikum ist der Meinung. Ja, hat halt Stefan hier zwei Spiele mal gewonnen und ewig viele Punkte bekommen und aufgeholt. Ja, warum habe ich dir denn das vorhin vorgerechnet, dass du nur noch 3 Spiele zu gewinnen brauchst, wenn du hier nur versagst? Nee, ich habe immer noch einen tollen Vorsprung, aber um auf 60 Punkte zu kommen, dauert's noch. Das nächste Spiel steht fest und es ist
Spiel 11? Blackjack. Okay. Ja, das schaffst du ja, das kannst du ja. Ja, das kann ich. Dann gleich. Cool, das hast du von Pömpeln auch gesagt. Eure Karten. Am Ende ich konnte es mal. Euch zu wer zuerst fünf je mehr Alkohol trinke, ich trinke, desto mehr Tom Fähigkeiten verliere ich nach einer Zeit. Bist du bereit, Tom? Ja, ich bin bereit. Das heißt, du spielst eigentlich nie nüchtern? Doch, bei meinen Let's Plays war ich eigentlich schon zu... Zwischendurch 40, mal. Ja, 40% war ich nüchtern. Gott, wie hast du das denn geschafft? Ein Blackjack. Ein Blackjack, gleich mal zum Anfang. Ja, ich hab's einfach geschafft, ne? Training. So. Was kann Stefan denn hier bieten? 16 Punkte. Das ist ein Blackjack in Reichweite. Der ist voll Idiot, der Stefan. Der muss höher wie ich. Kann er aber nicht. Wollte gerade sagen. Aber 16 ist zu wenig. Da kommt der Dealer leicht drüber. Mhm. Nee, er hat so überboten. Das. Die Pfeife. Was, er hat den... Gott. 24 hat er, glaube ich. Ich werde jetzt nicht verraten, wer mich vorhin bestochen hat. Und wieder derselbe lame Spruch. Das eine gute Idee war? Mit dieser Punktzahl kann man sich noch nicht zufrieden geben. 14 Punkte und Stefan sichert. Und mal selbst der Elton ist ja der Originalsynchronsprecher. Hat sich Stefan nicht getraut, oder was? Keine Ahnung. Wollte sich mit dem Gesicht nicht in der Öffentlichkeit irgendwie zusammentun. Mit dem Gesicht, mit der Größe kann ich das verstehen. Ich hab schon wieder Blackjack. Gut, dass du mir den Hack geschickt hast. Psst. Jetzt darf ich endlich meine Karte ziehen. Das wollen die ganzen Leute das auch noch haben. Oh. Ja, die Leute, die es sich wirklich online bestellt haben. Der Druck auf Tom steigt. Kann er die Führung verteidigen? Die Führung verteidigen? Ich habe 4 Punkte und Stefan hat 1. Und ich habe schon wieder eine Sau als erste Karte und jetzt noch eine Bildkarte. Dann wäre das doch was. Nee, 16, fuck. Nehmen wir noch eine. Ich bin schuld bin. Hat, jetzt hat er mir es abgezogen. Jetzt habe ich 12 Punkte. Hä? Ich hätte 21 jetzt. Ich habe erst Ass, dann 5 und dann 6. Und jetzt habe ich 12 Punkte. Ich müsste. Was ist denn das für eine Logik? Ich müsste eigentlich 21 Punkte. Normalerweise zählt das Ass immer als 11. Das ist immer so gewesen. Und jetzt zieht er mir hier Punkte ab für die 6. Da muss ich nochmal eine Karte Glück nehmen. Oder Pech? 19, ja, okay. Nehmen wir 19. Bei 12 kannst du ja fast nichts vom falsch machen, außer große Bildkarte. Ja, eben. Oder noch anders. Nee, ich habe 19 Punkte jetzt. Obwohl ich eigentlich wieder Blackjack hätte. Aber der Punkbuster von dem Spiel hat wahrscheinlich den Hack gerochen. Die Spannung steigt. Ja, Stefan ist drüber. Ja, Pech gehabt. Ja, schon. Jetzt kann nur noch dieser doofe Hartz-IV-Moderator da mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ach, selbst wenn, machst du den Hack wieder an. Nein! Ich müsste doch gewonnen haben. Pech für euch. Pech für euch. Ach, Mitte Shit, er hatte auch 19 Punkte und ich auch. Und dann kriege ich einen Punkt. Dann gewinnt der Taus. Ja, das hätte ich auch nicht mehr riskiert. Stefan hat 20 Punkte gemacht mit 2 Könige. Mann, und wie er grinst. Der hat echt weißere Zähne als, wie heißt der? Oh, der von Bruce Allmächtig, der Schauspieler, wie heißt denn der? Jim Carrey. So ein Strahlemann. Naja, Ace Ventura. Da sieht man das immer sehr gut, wenn er lächelt. 20 Punkte, jawohl. Sichern. Was für geheimnisvolle, bösartige Musik. Ja, da musst du mal, wenn du genau dran drauf hörst, dann merkst du mal, wie oft hier bei denen die Uhr klingelt. Und schon wieder. Nein. Ich fühle mich voll wie ein Seinjille. Ja, Stefans Gesicht würde schon irgendwie horrormäßig rüberkommen. Überleg mal, der kommt aus dem Schrank gesprungen oder so. Mann, der könnte jedes kleine Kind abziehen. Wenn er sein Talent nutzen würde. Und der würde in der Monster AG richtig viel Geld machen. Ne? So, ich kann jetzt nicht mal mit dem nächsten Spiel ausmachen, weil ich dann 59 Punkte habe. Ich muss noch 2 Spiele gewinnen. Meine Platte ist gleich voll. Kommen wir zum nächsten Mal. Ja, streng dich an. Ja, ich versuche es ja. Wie wäre es mal wieder mit so einem Wissensspiel? Nee, wieder Geschicklichkeit. Sägen. Ah, ich will nicht sägen. Ich säge so viele Typen an.
Ihr spielt langsam. Mann. Wer sägt am schnellsten 5 Scheiben Holz? Sägen geht doch nicht schwer, hier ein bisschen mit der Maus rubbeln. Ja, jetzt habe ich wieder die Steuerung nicht angeguckt. Sägen bereit, es geht los. Den Säg! Drück alle Tasten und säg. Nee, man muss möglichst ich langsam sägen. Ich säge 5 dicke Scheiben Holz ab. Oh, wieso ist er so gut, der Stefan? Ich muss... Oh, der zieht mich voll ab. Du musst es timen. Ja, ich weiß, ich versuch's ja auch. Ich bin bei solchen Sachen einfach zu schnell. Ja, bei mir muss das in 2 Minuten erledigt sein. Wenn nicht, kommt die elektrische Säge dazu. Du holst aber gut auf, komm, jetzt gibt noch mal alles. Ich bin schon fertig, ich hab gewonnen! Nein! Tom im Freudentaumel, das war sicher ein ganz wichtiger Sieg. Ja, das war ein wichtiger Sieg. So, jetzt noch ein Spiel, dann wäre das auch erledigt. Und jetzt noch so ein richtig schweres Wissensquiz. Und ja, nicht mal du dich auskennst. Unmöglich, sowas gibt's nicht. Ach. Und was wirst du jetzt spielen? Spiel 13. Reaktion. Ja, ich habe früher mit meiner Familie auch mal Wer wird Millionär geguckt, ne? Ach so. Ich wäre nie über die zweite Frage hinausgekommen. Nie! Voll selten! Ja, damals, als es angefangen hat, da war ich auch noch ein paar Tage jünger. Läuft doch mittlerweile schon fast 10 Jahre, die Suppe oder so. Stimmt. So, bei diesem Reaktionsspielchen hat mich Stefan schon letztens abgezogen und... Ja, ja, komm, willst du es doch jetzt wissen? Ja, ich will jetzt hier Revenge, ne? Aus dem mache ich Job Sui. Komm, mach das Rotlichtmilieu aus. Gucken wir hier DSF oder was? Können wir gleich gemeinsam machen, Schatz. Willst du wirklich? Und dann das aufnehmen, was wir zur jeweiligen Frau denken. Oh Gott. Ey, die Leute kennen mich gar nicht so. Du versaust voll. Selbst schuld. Du wolltest unbedingt mit mir aufnehmen? Das hast du jetzt davon, du kleiner Fanboy. Jetzt gib nochmal alles. Was heißt hier Fanboy, bitteschön? Ich wollte nur deinen Mülleimer haben, aber nein, jetzt hast du mich zur Aufnahme gezwungen. Du Lügner! Bei mir, also, so geht das. Wenn du mich nochmal so anlügst, dann lasse ich dich nicht mehr aus dem Keller raus. Kann man Stefan Raps Zeit noch schlagen? Ich glaube, da haben meine Kellerkinder was gegen. Okay, jetzt bin ich dran. So.